So Leute, es gibt Neuigkeiten. Als erstes Mal, ihr kennt ja meine Videos, die sind grottenschlecht. Ich finde sie gut, aber sie sind trotzdem grottenschlecht. Und ich möchte die gerne besser machen, weil ihr wisst ja, ich suche ja ein Hobby, was mit meinem Beruf vereinbar ist. Also Schießen klappt nicht, die haben feste Trainingszeiten, kann ich nichts machen. Und da habe ich mir halt überlegt, ja, was macht dir Spaß, was kannst du so Feierabend machen? Ja, und da ist mir halt eingefallen, Fahrradfahren, Wandern, Overnighter, also sprich draußen schlafen mit Zelt, und das macht mir Spaß und das kann ich ja jederzeit machen, wenn ich frei habe. Und aus diesem Grunde, ja, und auch das Video machen und dann bei Facebook reinzusetzen, macht mir auch Spaß, und das würde ich gerne professioneller machen, also jetzt nicht so laienhaft wie jetzt die letzte Zeit, da ist ja alles durcheinander, privat und über den Hund und bla bla bla. Nee, ich brauche da ein richtiges Schema. Und vor allem brauche ich eine gute Kamera. Und ich habe mir gestern eine gekauft. Ich traue mich gar nicht zu sagen, was sie gekostet hat. Das ist eine Action Cam. Ich kann das sagen, hör mal, Insta 360 One RS Twin Edition. Also das heißt praktisch, das ist eine 4K-Kamera, so wie die GoPro, mit denen du Aufnahmen machen kannst, Videos, Fotos. Und dann hast du nochmal eine 360-Grad-Linse, mit dem du Videos machen kannst, 360 Grad, also ringsrum. Ja, und das Gute ist, du hast ja teilweise die Kameras immer auf so einem Stick. Kannst du noch ausziehen bis 1,20 Meter. Und wenn du den halt immer so hältst, siehst du den Stick ja immer, ja, wenn du das Video machst. Aber diese Kamera retuschiert diesen Stick. Du siehst den gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich den vorne ans Fahrrad dran mache, meine Kamera dran, dann werde ich gefilmt, als wenn einer aus dem Auto raus mit einer Kamera mich aufnimmt. Und du siehst diesen Stick und die Kamera nicht. Ja. Und da es 360 Grad ist, heißt das, du kannst einmal ganz rum und einmal auch nach oben und nach unten jeweils, ne, ringsrum 360 Grad, kannst du praktisch die Kamera dann drehen. Das heißt praktisch, ich kann von der Seite mich selber aufnehmen, ne, als wenn einer aus dem Beifahrerseite Video macht von mir. Einmal von oben die Draufsicht, als wenn du mit einer Drohne filmst. Ne, und also ein super Teil. Ja, natürlich hat das auch seinen Preis. Da kommen wir dazu. Aber ich hab ja sonst kein Hobby, also na, hört auf. Und das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich mir gekauft habe. Also, sprich, die Kamera, ich muss mal ein bisschen was ablesen. Die Action Cam hat gekostet 570 Euro. Und dann habe ich mir noch Material, du brauchst ja auch noch, also ich wollte einen Ersatzakku, ja, weil der hält ja ungefähr nur eine Stunde. Ja, und damit du noch einen Ersatz hast, habe ich mir auch noch einen bestellt. Also für das ganze Zubehör nochmal 280 Euro. Ja, da zählt zum Beispiel hier dann für die Abdeckung, damit du keine Kratzer in die Linse bekommst, diese Tasche, da zählt die Halterung fürs Fahrrad, das extra Ladegerät, wo du zwei Akkus auf einmal laden kannst, und dann auch noch hier so einen ganz langen Stick. Einmal kannst du den als Stativ, kannst du unten aufklappen, und du kannst den auch ausziehen und dann ans Fahrrad machen. Ja, das ist das, was jetzt gekommen ist, und es sind noch einige Teile, die kommen die Tage. Zum Beispiel eine Tasche, wo du alles reinpacken kannst, ja, und noch Fahrradhalterungen, noch andere, damit ich das nicht immer wechseln muss, ja, wenn ich einmal mit einem mit dem Klapp E-Bike fahre oder mit dem normalen Klapp Fahrrad oder mit dem Scooter, ja, da müsste ich ja jedes Mal dann wechseln, und so kann da jeder eine Halterung haben und dann ist es gut. Ja. Also dann ist zumindest eins schon mal gut.
Die Videos selber werden besser. Ich nicht, ich bleibe genauso schlecht wie bisher. Aber die Videos werden besser, man sieht mehr. Ja, und zwar will ich anfangen mit diesen Videos, jetzt nicht beim Megamarsch, weil da habe ich keine Zeit, da muss ich mich konzentrieren auf den Marsch. Da mache ich ganz normale Videos über mein Smartphone, wie ich es sonst auch gemacht habe. So. Wie gesagt, ich werde dann ab dem, wo ich die Fahrradtour nach Dänemark mache, werde ich sie aufnehmen, werde sie schneiden, Musik dazu und werde dann bei Facebook ungefähr immer so 20 Minuten Dauer so Videos senden. Ne? Einmal die Woche vielleicht oder so, ne? Während der Fahrradtour, ich weiß es noch nicht wie. Jedenfalls, ich will einen YouTube-Kanal aufmachen. Und will dann da auch längere Videos. Ja. Gut, die werden mich zerreißen. Na klar, die werden kommentieren, was Grotten schlecht und. Ist mir aber egal, da gebe ich gar keine Antwort drauf. Na. Und das geht mir am Hintern vorbei. Aber das will ich einfach mal ausprobieren. So, was haben wir hier noch? Ja, wie gesagt, das Thema ist dann natürlich Wanderung, Fahrradtour, Mikroabenteuer. Mikroabenteuer, das heißt praktisch, wenn du Feierabend hast, nimmst du dein Fahrrad oder beziehungsweise deine Wanderschuhe und gehst einfach raus, schläfst irgendwo im Wald, auf dem Campingplatz, egal, und nächsten Tag bist du wieder zu Hause, gehst duschen, machst dich wieder fertig für die Arbeit. Das sind so Mikroabenteuer. Ja, wie gesagt, dann Outdoor-Overnighter, das ist draußen schlafen. Und Camping, zählt auch mit dazu. Und sowas alles, sind die Themen, die ich gerne so machen würde. Ne? Und dann nicht hier von wegen mein Haus, wie sieht das Haus aus und das. Das ist alles ein Durcheinander da bei mir. Das, ja, und die bei YouTube, die kennen mich ja nicht. Ne? Und die würden sich wundern, wenn ich da irgendwas erzähle, wovon ihr Ahnung habt, aber die nicht. So, mal gucken, was steht hier noch auf meinem. Das war ganz, also ich zeige euch erstmal die Kamera und das alles und ja, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. So, das ist die Kamera. Also wie die Bilder werden, die Videos, könnt ihr auch bei YouTube eingeben. Nur ist es wichtig, dass ihr hier RS eingebt, ja, weil das ist dann die Sportversion. Es gibt eine ältere, also die ist ein Jahr älter. Die ist nur die Insta360 One R. Ja, und das ist hier die RS, die Sport. Die ist praktisch jetzt verbessert worden. Ja. Aber die Videos sind dieselben, also ihr könnt da ruhig, wenn es euch interessiert, mal so bei YouTube ja, Insta360 One R oder RS eingeben und dann zeigen die euch, wie das so ist, dass der Stick unsichtbar ist und. Ist eine ganz feine Sache. Ja. Wie gesagt, so sieht die aus. Das ist jetzt hier die Kamera. Es sind wie so zwei Würfel. Ne? Unten das rote. Wo haben wir es hier da? Das rote ist der Akku. Das ist die 4K. Steht auch hier drauf. Die 4K-Kamera. Ja? Und das ist praktisch hier, wo du abdrückst und wo du deinen Monitor hast. Ne? Die Einheit. So, das kannst du dann praktisch den Würfel, dann nimmst du weg. Wenn du jetzt 360 Grad aufnehmen willst. Und dann hast du diesen hier. Ja, gibt es den hin. Der hat hier einmal so ein Fischauge und auf der anderen Seite auch. Und so macht er 180 Grad von jeder Seite und fügt die zusammen. Ja, und dann hast du eine eigene App, die kannst du auch auf deinem Handy laden und da kannst du alles zuschneiden. Es geht wesentlich schneller, als was ich hier die ganze Zeit mache. Und auch Effekte, da sind dabei, also es wird richtig lustig. Ja, das... Warte, ja, ich habe mir die ja liefern lassen gestern. Liefern lassen und die kam aber ziemlich spät. Ich musste dann zur Arbeit. Ja, ich hatte 12-Stunden-Schicht, also ich musste da um 18 Uhr schon da sein. Oh, und die kamen erst so gegen 18 Uhr und haben die gebracht. Aber ich habe ja Kameras überall, da konnte ich ja dann gucken, ja, dass er da war und alles. Ja, nur ich habe komischerweise die Kamera nirgendwo gesehen, weil ich gesagt habe, die sollen das auf die Sitzbank legen. Ja, und da war es nicht gewesen. Ja, bin fast verzweifelt. Dann bekomme ich noch eine Nachricht von Amazon, von wegen,
Das wurde einem Hausbewohner übergeben, die Kamera. Ja, der Hausbewohner, ich bin der einzige Hausbewohner, weil mir die Hütte gehört. Ja, und mir hat man nichts gegeben, weil ich war bei der Arbeit und ich habe das Ding nicht gesehen auf den Kameras. Dann dachte ich erst, oh, jetzt ist er weg. 850 Tacken, alles weg, ja, komplett. Und ja, dann morgens um 6 Uhr nach Hause gefahren. Und ja, dann hat er es halt so dicht an die Tür gestellt, dass ich das mit der Kamera nicht sehen konnte. Er hat es nicht da hingelegt, wo ich es eigentlich wollte. Aber war alles da, ne? War ich Gott sei Dank zufrieden. Gut, ich will es nicht so lange machen. Jedenfalls morgen Nachmittag will ich um 16 Uhr zur Alzarmee nach Hannover, weil das näher ist wie Kassel. Ja, also wenn ich in Göttingen bin, ist Kassel näher, aber ja, von hier aus wäre das zu weit und deswegen gehe ich mal nach Hannover, guck mal, wie das da ist. Mit dem Zug fahre ich mit meinem Klapprad zum Bahnhof. Hier Einbeck, dann Salz der Helden und dann mit dem Metronom nach Hannover. Und dann sind es ungefähr 10 Minuten mit dem Fahrrad dann nochmal. Dann bin ich da und dasselbe wieder zurück. Gut, also ich halte euch auf dem Laufenden. Und wie gesagt, der Megamarsch, der ist noch auf dem Handy, dann wird der Video aufgenommen. Und die Fahrradtour, die wird dann mit der neuen Kamera. Und ich bin selbst mal gespannt, ja, wie das funktioniert. Also es wird auf jeden Fall bessern. Jetzt vielleicht nicht top, ja, weil ich bin nun mal kein Top-Videofilmer. Aber zumindest man sieht mehr, ja, da drauf. Das ist schon mal wichtig. Auch die Umgebung und. Alles klar, das war's also. Vielen Dank, haut rein.